Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier bei JFT Brokers. Mein Name Stefan Friedrichowski. Wie immer, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt auch hier im Chat mich direkt mit Stefan anreden. Also geht gerne direkt zur Du-Form über. Überhaupt gar kein Problem. Ja, für die Aufzeichnung muss ich natürlich noch das Datum mal nennen. Heute haben wir den 5. Dezember 2017. Also wir sind gewissermaßen in der Jahresendrallye. Damit meine ich nicht unbedingt den DAX, aber andere Underlyings sind da ja schon ein bisschen weiter vorne. Dow Jones nur mal zu nennen. Also nicht Jahresendrallye, sondern es geht einfach dem Jahresende zu Dienstag, den 5. Dezember. 19 Uhr. Heute nicht ganz zur gewohnten Zeit. Ihr habt sicherlich bemerkt, wir sind heute mal dienstags dran, anstatt mittwochs mit dem deutschen Webinar. Morgen ist dann das Englische alles einen einzigen Tag weiter vorne. Ja, und natürlich hier auch vielen Dank für die Grüße hier schon über den Chat. Und worum geht's heute? Mensch versus Maschine. Wer ist der bessere Trader? Und ich will die Frage gleich mal ganz am Anfang nutzen, dass ihr schon mal hier nochmal die Chat-Funktion vielleicht nutzen könnt. Schreibt mal einfach, mich interessiert das. Wir sind zahlreiche Leute hier. Wenn ihr jetzt ad hoc die Frage beantwortet sollt, schreibt einfach Maschine oder Mensch, sozusagen wie eine kleine kurze Umfrage. Ich versuche mal hier so eine Online-Statistik hinzugehen. Wenn ihr die Frage einfach mal direkt beantwortet. Ich gebe natürlich nachher auch meine Antwort dazu, ist logisch, aber wie zu erwarten, warte ich noch ein bisschen mehr bis zum Ende des Webinars. Aber hier purzeln schon erste Nennungen rein. Ich verrate noch nichts, ich warte noch ein bisschen. Vorbemerkungen gerade. Ja, zum einen, die Folien sind wie immer schon zum Upload bereit, zum Download bereit. Das heißt, ihr könnt in dem GoTo-Webinar Control Panel die Folien schon herunterladen, wenn ihr wollt. Und wie immer, meine E-Mail-Adresse steht hier auch, falls mal weitere Informationen gefragt sind, Folien, Excel-Sheets, was auch immer, nehmt gerne da Kontakt zu mir auf, s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Zweite Vorbemerkung. Das ist der Vortrag, den ich hier heute halte, oder das Webinar. Er ist identisch zu dem, was ich als Seminarvortrag auf der WOT in Frankfurt gehalten habe. Das heißt, wer jetzt da zufälligerweise auch schon war, der hört heute das Gleiche heute nochmal. Also das zum einen und zum anderen. Was wir heute hier machen, sozusagen meine treuen Webinarteilnehmer werden nicht so viele Überraschungen heute erleben. Es ist sozusagen die Essenz aus den ganzen vorherigen Webinaren. Meine Vorgehensweise, was Trading-Strategien angeht, das heute mal kompakt in 60 Minuten. Ich glaube, fast kompakter kann man das, was ich so mache, mein Blick aufs Traden, kaum anders zusammenfassen oder effizienter. Aber natürlich enthält es dann nicht mehr ganz so viel vielleicht Neues. Das trotzdem mal einfach als kleine Vorbemerkung. Also ich versuche mal gerade mal schnell hier mal durchzuscrollen. Danke für die vielen, vielen Antworten. Also, wenn ich das hier so grob richtig sehe, liegt etwas der Mensch vorne als der bessere Trader. Also so ganz genau kriege ich es jetzt hier auch nicht begutachtet. Ja, ich würde sagen, von den Antworten, die ich hier habe, sind so, ist der Mensch knapp vorne, aber wohlgemerkt knapp. Schauen wir mal, was wir hier so zusammentragen können zu diesem Thema Mensch versus Maschine. Aus meiner Sicht ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und hat natürlich noch viel mehr Konsequenzen, gerade in den nächsten Jahren. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ihr wisst, wie immer, muss ich mal einmal diese Folie kurz zeigen hier. Auch wenn wir heute nicht ganz so sehr über Trading-Strategien reden, ändert nichts dran. Alles, was ich sage, ist natürlich hier meine Meinung. Und wenn ihr schließlich und endlich tradet, wisst ihr alle, ihr tut es natürlich logischerweise komplett auf eure eigene Verantwortung. Aber das mal gezeigt. Der Inhalt heute gliedert sich so ein bisschen in einer Art und Weise, dass ich einfach sage, okay,
Lass uns doch mal einen kleinen Vergleich machen, Mensch versus Maschine. Einfach mit ein paar Features, die wir den beiden, also dem Maschine und dem Mensch, so jeweils zuordnen können, um daraus schon mal etwas abzuleiten. Um dann weiterzumachen mit dem eigentlichen Blick aufs Traden, wie ich es immer wieder jeden Tag tue. Nämlich völlig abstrakt. Und ihr werdet nachher sehen, da steht sogar glatt eine Formel. Aber mir geht es darum, dass ich mal sozusagen das Traden simplifieren möchte. Also nicht, dass ich meine, dass das Traden einfach ist, um Gottes Willen. Aber eigentlich, naja, ihr werdet sehen, geht es beim Traden nicht um viel. Da möchte ich natürlich das Ganze nicht einfach nur bei Vergleichen stehen lassen, sondern ich möchte auch hier nochmal umfassend darstellen, hey, wie entsteht eigentlich professionelles Algo-Trading? Weil ich habe ja auch gesagt, ich will so ein bisschen den gesamten Weg zeigen von der Trading-Idee zur Umsetzung. Logischerweise kommt hier jetzt nicht irgendwie am Ende ein fertiger EA zum Download heraus, das ist auch klar. Dazwischen stehen zig Stunden Arbeit. Das kann man nicht in 60 Minuten zusammenfassen. Aber ich möchte einfach diesen Weg zeigen und auch ein bisschen einladen, vielleicht selber solche Wege entsprechend zu gehen. Und dann mache ich das Ganze wirklich nochmal. Wie will man jetzt so eine Trading-Strategie wirklich entwickeln? An ein paar Beispielen. Die sind allerdings, ehrlich gesagt, der Vergangenheit entnommen. Das heißt, da kommt jetzt heute keine neue. Aber ich kann gleich schon sagen, in 2 Wochen ist da mal wieder was Neues dran. Ganz, ganz wichtig, ich wiederhole den Satz auch hier, obwohl gerade auf der WOT, als ich den Vortrag eigentlich gehalten habe, immer noch viel, viel wichtiger ist und war, aber immer noch genauso wichtig ist und in Zukunft sein wird. Es gibt wahnsinnig viele Webinare, wahnsinnig viele Menschen, die übers Traden erzählen, Weisheiten von sich geben, gute, vielleicht auch weniger gute. Und ad hoc kann man das alles nicht beurteilen. Aber es gibt was ganz Einfaches. Jeder, der über Traden, Trading-Strategien, Trading-Ansätze redet, sollte immer bereit sein, eins zu tun. Seine Kontoauszüge zeigen. Das ist auch mein Appell, wenn ihr woanders mal seid und stellt dem Referenten doch einfach die Frage, hey, zeig doch mal deinen Kontoauszug von dem, was du machst. Wer jetzt ins Schwimmen kommt, dann sollte es euch zu denken geben. Da gibt es viele, viele Ausflüchte. Ja, ich mache doch so viele Vorträge, da komme ich gar nicht mehr zum Traden und. Also gibt es wirklich viele fadenscheinige Ausflüchte. Aber eigentlich ist es das, was euch jeder zeigen können sollte. Einfach seinen Kontoauszug. Und wie immer will ich auch das natürlich dann entsprechend tun. Wenn ich schon über Trading-Strategien rede, dann will ich auch der Erste sein, der das dann auch entsprechend natürlich macht. Und dann gehen wir natürlich nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Aber gut, steigen wir mal genauer ein. Nochmal kurz so, was Algos im Ganzen eigentlich bedeuten, weil mir ist wichtig, dass wir hier mal einmal kurz den Blick ein bisschen noch weiter öffnen, weil die gute Algo-Welt ist ja nicht nur beim Traden zu Hause, sondern durchdringt uns eigentlich mit jedem Tag, der kommt, noch viel mehr. Ich habe hier ein paar Sachen nur mal zusammengetragen. Ohne dass ich natürlich weiß, wann die Markteinführung von selbstfahrenden Autos wirklich da ist, aber es gibt Demonstrationen, dass es bereits schon geht. Und ob die jetzt in einem Jahr oder erst in 5 Jahren oder in 10 Jahren dann tatsächlich hier durch die Straßen radeln, nicht radeln, sondern fahren. Wichtig ist mir, da übernimmt ein Computer komplett einen ziemlich komplexen Prozess, nämlich das Führen und Fahren eines Autos. Das ist nicht ohne. Zeigt aber schon, wozu die Technik bereits heute in der Lage ist. Und jetzt gehen wir mal gleich glatte 20 Jahre zurück. Und zwar zu einem Spiel, Schachspiel, nämlich dem Schach. Und Schach ist, ich weiß nicht, wer von euch selber auch Schach spielt, ist nicht gerade das einfachste Spiel. Es hat einen ziemlich einfachen Regelsatz. Also die Regeln sind jetzt nicht super schwer und passen, wenn ich jetzt übertreibe, auf eine Briefmarke. Also das ist ein bisschen zu kurz, aber egal. Aber bereits vor 20 Jahren musste der damals weltbeste Schachspieler sich einem Computer geschlagen geben und das unter Turnierbedingungen.
vor 20 Jahren. Das war dieser damalige IBM-Schachcomputer Deep Blue. Und bereits vor 20 Jahren war dieser Computer, das war genau genommen schon ein bisschen was Aufgemotztes, logisch, war in der Lage, 100 Millionen Stellungen, Schachstellungen zu bewerten. Also, und das ist auch schon ein bisschen so ähnlich, wie wir nachher ans Traden rangehen. Hey, wir wollen eine Situation sehen und eine Entscheidung treffen. Ja, also schon vor 20 Jahren waren Computer in der Lage, 100 Millionen Stellungen zu bewerten. Ziemliche Leistung. Es hat dann jetzt satte 20 Jahre gedauert, bis ein anderes Spiel vom Computer übernommen wurde und dann auch da den Weltranglisten ersten besiegt hat, nämlich ein anderes Strategiespiel, nämlich nicht AlphaGo, nein, das Spiel heißt Go und das Computerprogramm hieß dann AlphaGo. Also Go ist von seiner Komplexität, die entsteht, noch schlimmer, weit verschärfter als Schach und daher auch dieser Zeitunterschied, weitere 20 Jahre. Und dann musste auch da der Weltranglistenerste sich geschlagen geben. Was allerdings für mich noch viel bemerkenswerter ist, es gibt eine Weiterentwicklung von diesem AlphaGo, der unter dem Namen AlphaGo Zero. Und dieses AlphaGo Zero, das ist genau genommen ja auch ein Computerprogramm, hatte jetzt nur noch als Input die Regeln des Spiels. Das vorherige Programm hatte einfach auch Millionen von Spielbibliotheken, also einfach durchgeführte Spiele als Lernwiese. Diese Weiterentwicklung hatte jetzt nur noch die Regeln. Ende. Der hat dann, dieses Computerprogramm hat einfach mit sich selbst gespielt und daraus einen sich immer weiterentwickelt. Das Ganze geht so weit, dass hieraus auch sogenannte genetische oder generische Algorithmen entstanden sind, die halt zu so einer Art automatischen Verbesserung des Spielers führen. Jetzt wird es natürlich schon mal noch hellhöriger vielleicht, was das Traden angeht. Also als Input nur die Regeln. Naja, die würden wir uns wahrscheinlich auch nicht so schwer tun, die fast auf meine ominöse Briefmarke zu schreiben, um die Regeln des Tradens mal zumindest von der Sache her, ich meine jetzt nicht die Strategien, zu benennen und dann einen Computer zu haben, der das erlernt. Also wir sind da schon ziemlich weit, was die Algos angeht. Und jeder kennt sicherlich das auch mal hier noch aus dem Alltagsleben, aber weil es ebenfalls mit dem Ganzen sehr verwandt ist, das, was wir so sehen, Produktvorschläge à la Facebook, Google und Amazon. Ja, und ich muss immer wieder gestehen, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber die Vorschläge, die man da bekommt, die treffen die Interessen häufig, nicht immer, gar nicht mal so schlecht. Auch das ist eine Anwendung der neueren Zeit und ist in Summe alles ein Thema von sogenannten Big Data. Big Data und Algorithmen zu haben, die lernen. Und da taucht dann gerne der Begriff Deep Learning auf. In Summe geht es darum, in zwei Arten und Weisen zu lernen. Entweder das nennt man beim Englischen supervised oder unsupervised, also mit Lehrer oder einfach nur die Daten für sich sprechen lassen. Ist jetzt ein bisschen kurz gegriffen, aber es geht mir nur um die Logik. Wir sind halt dabei, Computer zu schaffen, Computerprogramme zu schaffen, die lernen. Das Gute beim Computer ist ja, er ist so schnell, also kann er auch entsprechend schnell lernen. Da kann man uns vielleicht doch auch relativ leicht überholen. Interessanter wird es natürlich immer noch dann, wenn der Computer nachher aufgrund seines Lernens ein weiteres Computerprogramm schreibt, was dann nochmal besser ist. Jetzt wird es dann richtig brenzlig. Weil dieser Prozess, der, wir kennen ihn von uns selbst auch, es ist die natürliche Evolution, der Computer kann die ganze Sache nur wahnsinnig beschleunigen. Also von daher sind die Computer schon ziemlich weit. Und ich wollte einfach hier nochmal so ein paar, nennen wir es mal, Highlights geben.
was so Algos heute schon alles können. Was sind aber jetzt überhaupt, wenn man mal einen Vergleich macht zwischen Mensch und Maschine, die wirklichen Vorteile oder Nachteile des jeweiligen? Ich glaube, bei Maschine Vorteil sind wir relativ schnell dabei, einfach zu sagen, okay, Geschwindigkeit, Präzision, vollständig emotionslos, und der Computer ist in aller Regel, wenn er den Strom hat, 24/7 tauglich. Also der kann seinen Job einfach dauerhaft ohne Ermüdungserscheinungen einfach machen. Lassen wir mal so lästige Windows-Updates oder sonst was mal beiseite. Ansonsten ist er komplett 24/7 tauglich. Das ist natürlich schon mal alles Wahnsinn. Vergleichen wir es mit Menschen, dann müssten wir bei allem das fast auf die Negativseite schreiben. Wir sind langsam. Präzision ist auch nicht gerade unsere Stärke. Habe ich auch alles schon gemacht. Wollte einen Trade eingehen. 0,01 Lot. Wann habe ich gemacht? Ein Lot. Passiert jedem. Also von daher sind uns, glaube ich, die Begriffe ziemlich vertraut. Wichtig ist mir nochmal zu sagen, dieses emotionslos. Warum? Wir alle sind Trader. Ihr alle kennt die Situation. Ihr geht Trades ein und dann, wo steht der Trade? Wo steht der Trade? Kann ich den Overnight halten? Ja oder nein? Stop-Loss verschieben? All diese Punkte, die immer dann im Kopf gerne mal hochpoppen, die können einen schon auch schier zur Verzweiflung treiben. Der Rechner ist da sowas von emotionslos. Der geht einfach sein Ding und macht seine Trades. Jetzt werde ich schon gefragt, wie ist denn schon meine Antwort, Mensch oder Maschine? Naja, ihr merkt mehr und mehr wahrscheinlich hier meinen Bias in eine Richtung. Aber ich will nicht etwas hier schon gleich euch auch mit auf den Weg geben, wo ich nämlich ganz klar sehe, wo der Mensch einen riesen, riesen Vorteil hat. Die zwei Punkte stehen ja auf der Folie: Intuition und Kreativität. Intuition ist zwar im weitesten Sinne auch nur die Anwendung von Gelernten, aber wir können das in einer Geschwindigkeit, da sind wir gnadenlos, super gut. Wir würden das dann immer ein Gespür nennen für eine Situation, für eine neue Umgebung, für etwas, was gerade passiert und können ziemlich gute Schlussfolgerungen ziehen. Und das auch dann in einer Geschwindigkeit. Das ist alles aus meiner Sicht nicht in Wahrheit Intuition. Intuition klingt fast immer schon wie Raten. Im Englischen würde man das Ganze immer gerne educated guess nennen. Das Wort mag ich immer, weil es ist halt kein wirklicher Guess, also kein Raten, sondern dahinter steht ein geballtes Wissen. Und darin sind wir ebenfalls sehr, sehr schnell. Das andere ist, worin wir sicherlich noch für Jahrzehnte dem Computer überlegen sein werden, ist die Kreativität. Der Mensch ist in der Lage, etwas ganz, ganz komplett Neues zu machen. Ich will nicht sagen, dass das nicht der Computer auch kann, aber da kreativ zu sein, und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig direkt eine Mona Lisa malen, sondern überhaupt einfach neue Wege zu gehen. Und da sind wir Menschen ziemlich, ziemlich gut drin. Krieg gerade noch was genannt, als Eigenschaft der Humor. Ja, gebe ich natürlich recht, Humor ist natürlich auch gut. Führt aber nicht unbedingt zwangsläufig zu einer Trading-Eigenschaft, würde ich mal sagen. Außer dass wir vielleicht hier schon mal beim Traden schmunzeln, aber so entstehen zumindest nicht unsere Trading-Entscheidungen, gehe ich mal stark von aus. Was haben wir noch? Wir haben bei der Maschine noch einen Nachteil. Im Moment ist irgendwo noch der Input Mensch nötig. Aber ich hatte gerade schon mal so Sachen angedeutet, nicht angedeutet, sondern erzählt, die schon möglich sind, wo der menschliche Input nachher nur noch auf das Geben des Regelwerkes basiert, weil man das lieber dem direkt vorgibt, dem Rechner, als na, einfach nur sagen, hey, trade und mach bitte Gewinne. Also von daher viele, viele Negativpunkte fallen mir hier gerade nicht ein. Ich kriege hier gerade noch einen schönen Hinweis. Und zwar, es gibt noch ein anderes Spiel, was auch wirklich hochkompliziert ist, auch für Computer. Und das ist Pokerspielen. Soweit ich weiß, ist man schließlich und endlich noch nicht in der Lage, ein Computerprogramm zu schreiben, was besser ist als die wirklich besten Profispieler.
Da ist man auch nah dran. Das ist zumindest mein letzter Kenntnisstand. Aber hier werde ich gerade auch darauf hingewiesen, da gab es einen künstlichen Intelligenzalgorithmus, Libratus heißt der offensichtlich, und der hat gegen Spieler gewonnen. Und das übrigens auch dann inklusive Bluffen. Den wird mir hier auch als Hinweis geschrieben. Das hatte ich auch mal gelesen. Und das sogar ohne, dass man dem Computer explizit sagt, Bluffen ist eine Methode. Er ist sozusagen selber auf die Idee gekommen, dass Bluffen, also was wir dann nachher als Bluffen bezeichnen würden, als Methode einzusetzen. Also auch ziemlich abgefahren. Und auch noch so ein Feld, wo man dabei ist, entsprechende Algorithmen weiterzuentwickeln. Die Spieleindustrie ist da übrigens in Summe ganz schön groß, hat was mit dem Riesenmarkt zu tun, der dahinter steht. Und ist also wirklich ein Treiber auch für künstliche Intelligenz in Summe, weil was wollen Spieler haben? Realistische Umgebungen. Und das kann an der Stelle auch entsprechender Algorithmus sehr gut übernehmen. Jetzt hatte ich gesagt, das gerade war natürlich einfach erstmal nur eine Tabelle, mehr nicht, logisch. Die Schlussfolgerung kriegen wir natürlich auch noch. Aber reden wir mal übers Traden wirklich ganz abstrakt. Und ihr seht da so eine lustige Formel. Das ist nicht, weil ich euch mit Formeln langweilen will, sondern ich will einfach nur symbolisch mal hier hinschreiben, dass Traden eigentlich etwas ganz Simples ist. Eigentlich ist Traden zu jeder Millisekunde, das ist jetzt symbolisch gemeint, ich könnte die Zeiteinheit auch noch kleiner machen, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung heißt einfach nur Long, Short, Flat. That's it. Mehr ist Traden nicht. Da gibt es natürlich noch ein paar Sachen drumherum mit Money Management und sonst was, aber de facto, wenn wir einfach mal das ganze Trading-Universum nehmen und wir könnten theoretisch ja alles Mögliche, irgendwelche Trades eröffnen, brauchen wir uns nur jede Millisekunde die Entscheidung, der Entscheidung stellen. Long, Short, Flat. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber ich mache doch auch sowas wie Buy Stop Order, Limit Order und und. Da sage ich, pff, nee. De facto ist das nur eine konditionelle Entscheidung für die Zukunft. Was meine ich damit, wenn ich so ein Buy Stop irgendwo hinsetze und der Kurs ist jetzt nachher an meinem Buy Stop Level, dann werde ich ja eröffne ich eine Long Position. Das ist aber nichts anderes, als ob ich die Entscheidung genau in dieser Millisekunde treffen würde. Ich habe sie nur vorweggenommen, indem ich meine Entscheidung an ein bestimmtes Preisniveau geknüpft habe. Also de facto habe ich da also auch nichts anderes gemacht, als dann nur die Entscheidung vorwegzunehmen, was ich dann tun werde. Aber eigentlich ist Traden nur diese Entscheidung Long, Short, Flat. Natürlich kommt meistens Flat raus, also mach nix. Flat soll auch heißen, wenn ich schon mal eine Long-Position eingegangen bin und dann die nächsten 1 Million Millisekunden immer nur sage, Flat, 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 dann heißt das einfach, ja, halt mal die Long-Position und sonst machen wir nix. Aber das ist es. Aber was ist unser Input für diese Entscheidung, Long, Short, Flat? Natürlich die Zeit. Das ist jetzt alles hier symbolisch geschrieben. Das ist jetzt nicht mathematisch hier korrekt, sondern eigentlich haben wir hier eine Funktion und die hat als Input die Zeit, logisch, immer zum Beispiel, wo wir gerade sind, jetzt 1923 und. Dann, wir können einsagen, in die Trade-Entscheidung geht hinein die gesamte oder auch eine, wie wir wollen, nur eine bestimmte Kurshistorie, also sozusagen die vergangenen Millisekunden. Dann könnten man auch sagen, weil wir halt alle Trader sind, könnten wir sagen, pff, ja, wir benutzen noch irgendwelche Sätze von Indikatoren. Ihr seht, ich habe das hier schon in Klammern geschrieben, hat auch einen ganz einfachen Grund, weil sämtliche Indikatoren, die wir so typischerweise verwenden, sind eigentlich nur, ich sag's mal ein bisschen salopp, eine Vernudelung der Kurshistorie. Ja, weil ein SMA 200, ja, was ist es denn? Bildet den Mittelwert der letzten 200 Close-Werte beispielsweise. Das ist halt so nichts Neues. Also eigentlich sind die ganzen Indikatoren gar nichts Neues hier, weil sie sind ja eh nur eine Verrechnung, eine Vernudelung der Kurshistorie auf irgendwelche Zahlen. Klingt jetzt ein bisschen brutal, aber
Mathematisch ist es nun mal so. Aber ich will hier nicht nur die Mathematik direkt zitieren, sondern ich will natürlich auch sagen, hey, denn es gibt noch viele andere Einflussfaktoren, die in die Trading-Entscheidung reingehen. Es können einfach Nachrichten sein, ganz sozusagen normale oder welche, die plötzlich hochpoppen. Das können, wenn wir mal insbesondere auch an Aktien denken, Fundamentaldaten sein, aber damit meine ich auch Fundamentaldaten bezüglich von Währungsregionen, politischen Situationen, Entscheidungen, politischen Entscheidungen und, und. Irgendwo muss natürlich auch reingehen, Tradingkosten beispielsweise, weil spielt natürlich eine Rolle, ob wir jetzt nachher Finanzierungskosten haben, ja oder nein, und, und. Naja, gewissermaßen so ein bisschen Money Management gehört natürlich auch irgendwie dazu. Das aber jetzt hier schon gar nicht mehr das Kriegsentscheidende. Mir ist so wichtig, all diese Input-Faktoren machen unsere finale Trading-Entscheidung. Und das ist alles. Und wenn ihr euch selbst fragt, genau das tut ihr. Und der eine mag das technische Analyse nennen und malt Widerstandslinien in den Chart. Das ist aber auch nur eine Betrachtung der Kurshistorie und daraus dann entsprechende Schlüsse ziehen. Es ist schließlich und endlich eigentlich nur diese eine Funktion. Ich kriege gerade auch den Hinweis nochmal, dieses, wenn ich das so schreibe, Long, Short, Flat, das so könnte man auch in EA machen. Ich glaube, insbesondere also ein Expert Advisor im MT5, in dem man einfach sagt, okay, ich habe jetzt eine Long-Position eröffnet und wenn ich die beenden will, dann ist es eigentlich nichts anderes als ich habe ein Lot Euro, US-Dollar Long gekauft. Wenn ich jetzt de facto eine Short-Position eröffne, dann cancel ich mir die Long-Position. Also genau so ist das hier aber auch gemeint, wenn ich hier einfach nur von diesen drei Zuständen rede. Jetzt will ich mal kurz, weil schon einige Fragen aufgelaufen sind, mal kurz einen Blick drauf werfen. Plattformen komme ich gleich nochmal zu. Das ist schon, glaube ich, fast die nächste Folie. Und Trading-Plattformen war die Frage. Und ja, hier, was ja auch mit in die Trading-Entscheidung reingeht, was hier jemand schreibt, ist, ob der Broker gerade pleite gegangen ist. Ja, also dann sind wir wieder beim Thema Humor. Oder das Thema Massenpsychologie wird hier noch erwähnt. Na, das ist sozusagen die Wirkung der Masse auf diese ganzen Nachrichten, was auch immer so passiert. Aber ist ein guter Punkt. Wäre dann hier eine weitere Input-Variable, die wir hier betrachten müssen. Wenn wir jetzt also über Trading-Strategien nachher reden, ist es eigentlich nur, dass wir diese Funktion konkretisieren, weil hier oben steht nichts anderes als eine Funktion. Also auch jetzt doch wieder im mathematischen Sinne. Und wenn wir über so klassische Trading-Strategien reden, die meinetwegen EMA-Indikatoren nehmen und long gehen, wenn der Close oberhalb vom EMA ist, naja, dann seht ihr, ist das eigentlich schon ziemlich, ziemlich nah hier an dieser ominösen Formel dran. Aber das ist Traden mal ganz abstrakt. Wenn wir jetzt über Algo-Traden in Summe reden, dann brauchen wir eigentlich drei Zutaten. Zum einen brauchen wir einen Algorithmus. Ich habe das bewusst einfach mal Algorithmus genannt. Gemeint ist diese Strategie. Wir hatten schon viele in den vergangenen Monaten, auch hier in den Webinaren. Übrigens, die Aufzeichnungen sind alle natürlich verfügbar auf dem JFD YouTube-Kanal. Also nur für die, die jetzt heute die Strategien ein bisschen konkreter vermissen. Da sind sie alle chronologisch sozusagen aufgereiht. Also wir brauchen eine Idee, einen Algorithmus, ein Regelwerk, das uns genau die Trading-Entscheidung abnimmt. Also das, was gerade bei mir diese Funktion war, dafür brauchen wir jetzt eine, nennen wir es mal Umsetzung oder eine konkretere Umsetzung. Damit meine ich noch nicht den Expert Advisor, sondern ich meine eine konkretere Idee, was diese Funktion als Input kriegt, zum Beispiel so ein EMA, und welche Entscheidungen sie dann treffen soll. Long, Short, Flat. Wenn ich hier über die Umsetzung rede, dann rede ich final immer über sogenannte Expert Advisors. Die Expert Advisors, über die ich hier rede, die kommen immer von Peter Müller, sozusagen mein unmittelbarer Kollege, fern von mir, nämlich in Österreich, in Wien. Und der macht dann final auch diese Expert Advisor. Während mein Steckenpferd übrigens dann immer hier vorne mehr der Algorithmus und die Strategieoptimierung ist. Aber
Der Expert Advisor ist nachher etwas, was einfach zum Beispiel auf der Trading-Plattform MT4 läuft, die wir hier auch dauerhaft und für alle Strategien verwenden, weil die Frage vorhin nochmal war, also der MetaTrader 4 ist das, wo wir anschließend einen sogenannten Expert Advisor, das ist auch nur ein Stück Software, also ein Programmcode, der dann die Aufgabe hat, unsere Idee in echte Trades auch real im Konto umzusetzen. Der muss vieles machen, der muss vieles können. Vor allen Dingen muss der auch mit unvorhergesehenen Sachen mal zurechtkommen. Also mit unvorhergesehenen sind sowas wie Internetausfall, Reboot und. All solche Sachen muss ein solcher Expert Advisor natürlich auch abkönnen. Und das Gute ist, wenn Peter so etwas schreibt, dann kann der das auch nach alles. Der macht uns die Umsetzung. Dann brauchen wir allerdings noch eine Umgebung. Und bei Umgebung empfehle ich immer, soll die Umgebung nicht das Zuhause sein. Warum rede ich hier jetzt so komisch kryptisch? Ich rede über sogenannte VPS, Virtual Private Server. Wie virtuell die wirklich sind, ist auch gar nicht so wichtig. Das Entscheidende ist, wir brauchen einen Server. Der sollte nicht zu Hause stehen, sondern in irgendeiner Serverfarm, also einen Rechner, den mietet man sich gewissermaßen an. Und er steht in einer einfach besseren Umgebung als zu Hause. Warum meine ich besser? Zu Hause kennt ihr alle, zwei Sachen können passieren. Der Bagger fährt über das Stromkabel und ihr habt keinen Strom mehr. Oder der Bagger fährt über das Internetkabel und ihr habt kein Internet mehr. Und das ist halt in Serverfarmen deutlich besser abgesichert. Da geht nun mal nicht nur ein Internetkabel ins Haus, sondern von verschiedenen Seiten mehrere. Also von daher deutlich besser und die 24-7-Tauglichkeit ist da einfach auch wesentlich besser gewährleistet. Was immer ganz gut ist, und ich habe das nicht ganz umsonst gemacht, dass ich hier auch nochmal JFD Brokers direkt in meinem Serverbild schon erwähnt habe. Ihr könnt sowas auch gut immer über den Broker direkt abwickeln, also auch zum Beispiel bei JFD, weil da wird sichergestellt, dass man mit Serverfarmen, also mit solchen Firmen zusammenarbeitet, die wissen, dass ihr traden wollt. Und die wissen dann auch, dass sie nicht mal eben so einen Dienstag, Reboot-Tag einlegen und irgendein Windows-Update, willkürlich da aufspielen. Also, das ist halt da immer berücksichtigt, weil wir haben halt als Trader da nochmal extra Anforderungen. Und da braucht man natürlich einen Broker für die Umsetzung. Und zwar einen guten. Und naja, welchen ich jetzt nennen würde, ist sicherlich sofort klar. Aber dazu werden wir übrigens auch nochmal ein Webinar machen. Deswegen stotter ich hier gerade so ein bisschen, weil mir da heute einiges nochmal durch den Kopf gegangen ist. Das Ganze bildet dann unseren Algo-Trading ab. Von der Strategie, die Umsetzung über den Expert Advisor und dann die finale Umgebung für die Trading-Umsetzung ist dann ein solcher Server. Und dann befinden wir uns auch entsprechend komplett in der Algo-Welt. Wenn wir jetzt über Handelsstrategien reden, das ist jetzt ein paar Sachen zusammengefasst, die ich halt aus früheren Webinaren auch nochmal hier zusammengeführt habe. Wenn wir über Handelsstrategien reden, dann haben die immer auch eine Entstehungsgeschichte. Und nach wie vor gilt, gibt es eigentlich für mich im Wesentlichen nur diese zwei grundlegenden Entstehungspunkte. Der zu 80% ist es schlicht und ergreifend die Beobachtung im Chart. Nach wie vor schaue ich mir Charts an, bei allem Algo-Trading hin und her. Nein, ich blicke natürlich auf Charts und mache Beobachtungen. Und das kennt ihr. Ihr macht die auch häufig, ständig, vielleicht sogar zu oft, geht mir übrigens auch so, dass man zumindest erstmal sagt, oh, guck mal, immer wenn auf zwei grüne eine rote, dann als nächstes macht der Kurs das. So ähnlich. Das sind ja unsere Beobachtungen, die wir sehen. Wenn der da gegen diese Widerstandslinie läuft, passiert jenes. Was auch immer. Das sind die Ausgangspunkte für Strategien. Was allerdings wichtig ist, eben, wir müssen immer wieder sagen, wenn wir eine solche Beobachtung haben, geht es natürlich nicht ran, morgen traden. Ab jetzt Regelwerk fertig, meine zwei grünen Kerzen gefolgt von einer roten. Ich weiß jetzt, was ich tun muss und ab geht's morgen ins Live-Konto. Nee, jetzt ist der erste Schritt die Überprüfung der Idee.
Sicherlich kann man lange darüber streiten, wie sehr man das überprüfen soll. Also damit meine ich insbesondere sowas wie Zeiträume. Ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre, fragt mich nicht. Kann ich auch keine allumfassende Antwort zu geben. Aber wenigstens sollte man seine Idee überprüfen. Weil nur weil ich jetzt dreimal gesehen habe, dass immer wenn nach zwei grünen Kerzen eine rote kommt, passiert als nächstes jenes. Ich sage schon gar nicht was, weil ich gar nicht wüsste, was dann passieren soll. Aber dann sollten wir auf jeden Fall diese Idee erstmal überprüfen und fragen, haben wir mit unserer Beobachtung auch wirklich einen echten Wahrscheinlichkeitsvorteil? Selbst der reicht noch nicht aus, wenn er vorhanden ist, weil wir müssen, ihr kennt meinen Satz, in der Millisekunde, in der wir den Trade eröffnen, sind wir im Minus aufgrund von Kosten. Also müssen wir noch ein bisschen mehr haben als nur einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Der reicht noch nicht mal aus. Aber ohne diese Bestätigung würde ich überhaupt nicht mehr traden heutzutage. Weil dann, sonst bin ich im Bereich meiner Intuition. Jetzt habe ich zwar vorhin mal die Intuition auch schon gelobt, aber ich will jetzt nicht meine Intuition hier zum Trading-Regelwerk machen. Da weiß ich, gibt es bessere Möglichkeiten. Dann nennen wir es mal so ganz vorsichtig. Heißt aber nicht, dass es genau aufgrund der Intuition viele, viele super gute Trader gibt. Also das will ich jetzt auch nicht vernachlässigen. Warum schmunzel ich mal wieder? Weil mir jemand was Lustiges schreibt. Immer wenn ich aufs Klo gehe, sind die Gewinntrades am größten. Na gut, also dann kennen wir deinen Aufenthaltsort. Nachdem du einen Trade eingehst, oder vielleicht gehst du ihn ja sogar auf dem Klo ein. Die Technik heute macht ja auch das möglich. Also wir haben jetzt eine Idee unserer Handelsstrategie und jetzt brauchen wir natürlich ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk hat für mich immer so ein paar Muss-Kriterien, die einfach da sein müssen. Natürlich muss der Einstieg in den Trade klar definiert sein. Also wir brauchen ein Einstiegskriterium. Beispiel EMA, wir sind oberhalb vom EMA, dann wollen wir einen Trade eröffnen, und zwar einen Long Trade. Wenn wir unterhalb sind, wollen wir einen Short Trade eröffnen. Beispiel. Also ein klares Einstiegskriterium. Dann brauchen wir natürlich ein Ausstiegskriterium, weil jeder Trade sollte auch mal zu Ende gehen. Also von daher brauchen wir ein Ausstiegskriterium für den Trade. Wir brauchen natürlich eine Methode zur Positionsgrößenbestimmung, logisch. Und wir brauchen einen Stop-Loss für den Trade. Übrigens, die letzten beiden Sachen, die bedingen sich ja gegenseitig, weil wenn ich keinen Stop-Loss setze, kann ich die Positionsgröße nicht bestimmen. Wichtig ist mir nur, ohne das kein Trade. Stop-Loss ist ein Muss. Meinetwegen auch gerne eine kleine Ausnahme. Wer einfach sagt, okay, DAX ist bei 13.000 Punkten, ich kaufe ein Lot DAX Long, dann braucht man nicht unbedingt einen Stop-Loss setzen, wenn man bereit ist, 13.000 Euro zu riskieren. Weil der Stop-Loss ist da ja gegeben, und zwar eine Null im DAX. Ist sicherlich nicht besonders wahrscheinlich, aber dann hätte ich sogar einen Trade, der auch ohne Stop-Loss erstmal leben könnte, wenn ich denn bereit bin, 13.000 Euro zu riskieren, wenn ich halt ein Lot DAX bei JFD kaufe, weil da ist die Punktwertigkeit 1 Punkt, 1 Euro. Take Profit habe ich hier schon in Klammern geschrieben. Natürlich gehören bei vielen Trades Take Profits dazu, klar. Ist aber nicht zwangsläufig nötig, solange ich ein Ausstiegskriterium habe. Es könnte ja zum Beispiel sein, so wie wir kreuzen wieder diesen EMA und dann wird der Trade, der Long Trade beendet, wenn wir vorher auf der oberhalb vom EMA waren. Hauptsache, wir haben ein Ausstiegskriterium. Vielleicht gönnen wir uns auch noch einen Take Profit. Okay. Ich schmunzel natürlich schon wieder, weil ich zwischendurch in den Chat reinlese. Aber nicht alles, was da steht, erzähle ich anschließend auch laut, aber da brauche auch ich immer ein paar Millisekunden, um darüber nachzudenken. Wenn wir aber all dieses jetzt haben, wir haben die Idee, wir haben das Regelwerk, dann geht es natürlich darum, die Strategie zu überprüfen. Und bevor ich das mache, hier nochmal so zwei Musterbeispiele von Trading-Strategie-Ideen, die wir auch schon hatten in den vergangenen Webinaren. Ein Beispiel sind, und immer noch ein schönes nach wie vor für mich jedes Mal, sind die sogenannten Impulskerzen. Das ist hier dieses schöne Monstergrüne etwas. Und da gab es eine Idee, die hieß: Wenn eine solche Impulskerze auftritt, geht der Kurs anschließend vorzugsweise in die gleiche Richtung weiter. Das war die ganze Idee dieser Trading-Strategie.
Und dann fing natürlich die Überprüfung an. Da reicht natürlich nicht dieses eine Chartbeispiel, was ich hier hingemalt habe. Nein, also das ist in Wahrheit natürlich schon ein Screenshot. Und der ist natürlich so ausgesucht, dass er hier mustergültig passt. Aber genau das ist es ja das, was wir hinterfragen müssen. Techniken dazu haben wir auch schon vieles von gelernt. Wir können sehr, sehr viel in Excel beispielsweise machen. Dann müssen wir natürlich rauskriegen, gibt es dann einen solchen typischen Verlauf nach einer Impulskerze? Und dann kann man wirklich ins Regelwerk gehen, wo ist der Entry, wo ist der Stop-Loss und. Oder vor allen Dingen hier wichtigste Grundsatzfrage, wann reden wir jetzt überhaupt über eine Impulskerze? Wie viel Bips, wie viel Prozent, wie viel irgendwas? Weil wir brauchen klare Definitionen. Nur dann geht's. Zweites Beispiel. Einfach nur mal, wie Strategieideen entstehen. Open Range Breakouts haben wir auch schon mal genauer untersucht und auch schöne Strategien, ich zeige es nachher sogar nochmal, wie das Konto davon, entwickelt. Wir haben zwei Uhrzeiten, eine Startzeit, eine Endzeit und jetzt gucken wir das Maximum, das Minimum innerhalb dieser zeitlichen Range und platzieren hier eine Buy Stop auf der Oberkante, eine Sell Stop auf der Unterkante. Wieder mustergültiges Beispiel, wie es Vortragende natürlich immer machen, damit es passt zu dem, was sie gerade erzählen. Hier wurde mein Trade dann auf der Short-Seite getriggert und wir sind nach Süden gelaufen. Perfekt. Das ist ein Breakout. Frage ist aber natürlich, was sind denn jetzt die richtigen Uhrzeiten? 0 bis 8 Uhr, so wie es hier drin steht. Alles Mögliche. Also, das müssen wir dann im Rahmen der Strategie Entwicklung optimieren, herausfinden, um dann wirklich diesen Wahrscheinlichkeitsvorteil plus Gewinnvorteil dann in ein Konto nachher umsetzen zu können. Kommt gerade mal eine Frage, kann der DAX auf Null fallen? Ja, kann er, indem sämtliche 30 DAX-Unternehmen simultan pleite gehen. Dann gehe ich davon aus, dass der jeweilige Aktienwert dieser einzelnen Unternehmen null ist. Und das würde dann einem DAX von null entsprechen. Aber wir reden jetzt hier ziemlich hypothetisch. Was wir also jetzt im Rahmen einer solchen Strategieentwicklung machen müssen, ist diese Parameter bestimmen. Wie jetzt hier meine Fragezeichen, Range, Startzeit, Endzeit, Take-Profit-Multiplier, der jetzt hier in meinem Beispiel gerade 1 ist. Der wurde ja hier so ungefähr 13 Uhr erreicht. Da haben wir den Take-Profit dann endlich bekommen. Wie kann man da wieder vorgehen? Vieles, vieles kann man in Excel machen. Habe ich auch schon mal einmal, ich will nur einmal kurz hier so ein Excel-Sheet mal zeigen. Da haben wir eine Mean-Reversion-Strategie, die hat hier ganz wenige Parameter, drei Stück, nämlich drei gelbe Parameter. Ich will gar nicht auf die Strategie jetzt im Einzelnen eingehen. Mir geht es nur darum, man kann halt hier solche Equity-Kurven simulieren und aus dieser Simulation die Schlussfolgerungen ableiten, was sind dann die guten Parameter. Ich kann jetzt hier zum Beispiel meine EMA-Periode verändern und sehe dann, was mit dem ganzen Regelwerk, das jetzt hier in dem Excel-Sheet mit hinterlegt ist, was dann mit den Equity-Kurven passiert und wo kriege ich denn gute Equity-Kurven raus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf den EMA-Wert von 200 gehe, habe ich zwar immerhin noch eine positive Equity-Kurve, aber sicherlich nicht mehr eine so schöne, wie hier bei kleinen EMA-Perioden. Nur das ist genau Aufgabe innerhalb der Strategieentwicklung. Gut, wenn wir das soweit haben, müssen wir natürlich nochmal das Feld von hinten aufrollen. Um das überhaupt zu machen, auch das, was ich gerade im Excel-Sheet gezeigt habe, brauche ich zunächst mal Kursdaten. Ich habe hier nochmal wieder meine übliche Auflistung gemacht, wo man gut und einfach kostenlos Kursdaten bekommen kann. Seit 4 Tagen ungefähr versagt zwar gerade Dukas Copy, aber das lösen die meistens immer so innerhalb von einer Woche. Das ist so sonst die Datenquelle, wo man so ziemlich alles auf verschiedensten Timeframes kriegt. Auch HIST-Data ist M1 tauglich. Und die ersten beiden genannten Yahoo Finance und dann dieses wirklich merkwürdig geschriebene Stock, das muss polnisch, also das ist polnisch, da bin ich mir sicher, weil die Internetseite ist polnisch.
Jetzt kommt, es wird noch gerade diskutiert, was mit dem DAX denn ist, wenn er auf Null geht, was mit den Dividenden ist. Tja, wenn die Unternehmen weg sind, gibt es auch keine Dividende mehr. Also deswegen sage ich, ist der DAX dann Null. Aber ich weiß, worauf der Fragende hinaus will, sind die nicht noch da drin enthalten? Dividenden werden ja ausgeschüttet. Also von daher, naja, egal. Ist jetzt nicht das Hauptthema, aber ist natürlich auch ein interessantes. Das werde ich gerade nochmal gefragt, wo war der Einstieg bei der letzten Folie? Der war aber um 8 Uhr wurden die Trades platziert für dieses Beispiel. Wenn wir jetzt Kursdaten haben, können wir uns daran machen, die Strategie aufzustellen und dann müssen wir natürlich irgendwie optimieren. Jetzt habe ich gerade schon mal so eine Equity gezeigt. Aber eigentlich, naja, was wollen wir denn hier überhaupt optimieren? Wir wollen natürlich maximalen Profit haben irgendwie. Aber das ist irgendwie nicht alles. Ihr kennt, der eine oder andere von euch, weil ich die Folie natürlich da auch schon gezeigt habe. Aus dem Bild will ich immer kurz nochmal ableiten, wonach ich persönlich optimiere, wenn ich über Strategieentwicklung rede. Einfach hier an diesem Beispiel. Wir sind vier Equity-Kurven und da stelle ich dann die Frage, welche ist denn die beste von diesen vier Equity-Kurven? Das eröffnet mir nämlich gleich auch die Antwort zu geben, wonach optimiere ich denn, wenn ich an so Strategien drehe und dann an den Uhrzeiten drehe, Einstiegs-, Ausstiegs-Uhrzeiten für die Range, oder EMA-Perioden und. Wonach optimiere ich denn? Und ich optimiere eben nicht nach dem maximalen Profit. Das wäre nämlich nicht die wirklich beste Lösung. Hier hat schon jemand auch nochmal die Antwort geschrieben. Die beste Equity aus meiner Perspektive ist die Equity 2. Das ist die, die hier so ein bisschen braunartig ist, diese hier. Das ist die beste Equity. Die hat nicht den höchsten Profit, aber die zeichnet sich durch zwei andere Kriterien aus. Nämlich zum einen, sie hat also einen sehr, sehr kleinen Drawdown, also die Equity-Bewegungen nach Süden sind nahe Null hier, also sie sind verschwindend klein. Und sie ist wahnsinnig linear. Also so, wie man sich das gerne vorstellt, wenn man nicht mit Wiederanlage anarbeitet. Wenn mit Wiederanlage anarbeitet, würde hier immer dann eine E-Funktion erwarten. Die rote hier hat zwar mehr als doppelt so viel Gewinn erzeugt in diesen 1000 Trades, aber hat auch deutlich höhere Drawdowns gehabt. Und die anderen beiden sind irgendwas dann dazwischen. Also, was ist jetzt wichtig für eine gute Equity-Kurve, wenn wir also eine Strategie optimieren wollen, um die richtigen Parameter zu finden? Na, dann brauchen wir einen möglichst kleinen Drawdown. Das ist diese Größe maximaler Drawdown. Das ist die von einem Hoch zum nächsten Tief. Also vom letzten, nennen wir es mal, Allzeithoch der Equity-Kurve bis zum nächsten Minimum, also dem tiefsten Minimum, was dann in der Zukunft kommt. Das ist immer der maximale Drawdown. Dann wollen wir natürlich eine möglichst große Steigung haben. Also das ist hier dieses Slope, also die Steigung der Equity. Die soll natürlich möglichst groß sein, weil wir wollen ja Profite haben. Und dann, das ist aber jetzt mehr noch sozusagen nur für den Geschmack, sollte sie möglichst noch linear sein. Übrigens, Drawdown und Linearität bedingen sich ein bisschen gegenseitig. Aber wenn die so schön glatt ist, das ist das, was ich eigentlich sehen möchte. Das ist allerdings eine mathematische Kennziffer übrigens, diese Linearität, die kann zwischen 0 und 1 variieren. 1 ist die perfekte Gerade, 0 ist weißes Rauschen, also völliges Durcheinander. Naja, wenn ich diese Sätze einfach mal aneinanderreihe, macht den Drawdown klein, die Steigung groß und die Linearität der Equity möglichst nah an 1, dann ist das nichts anderes, als wenn man so die Formel aufstellt. So heißt maximaler Drawdown dividiert durch die Steigung der Equity, dividiert durch diese Linearität. Und wenn man dann eine möglichst kleine Zahl bekommt, die nicht negativ ist, dann sind wir am Ziel. Das ist das, wonach wir optimieren, weil das zeichnet super gute Equity-Kurven aus. Was man allerdings hiervon natürlich vermeiden muss, ist die Überoptimierung. Ganz gefährliches Thema. Und ihr kennt alle, dass wir da wahnsinnig drauf aufpassen müssen. Haben wir auch in den Excel-Sheets schon häufig gemacht.
weil es einfach sein kann, dass dann sowas rauskommt. Wir kriegen eine super gute Equity-Kurve bei einer EMA-Periode von 200 und die ist einfach genial. Aber, und das ist immer das, was ich Nachbarschaftsanalyse nenne, was würdet ihr von einer Strategie sagen, die mit einem EMA 200 perfekt funktioniert und mit einem EMA 201 fürchterlich zusammenbricht? Ich glaube, keiner von euch würde diese Strategie traden. Das ist dann genauso ein Beispiel von Überoptimierung. Wie kriegt man das dann mit? Naja, indem man genau dieses Wackeln im Parameterraum auch de facto tut. Eine andere Variante ist diese sogenannte Walk-Forward-Methode, die wir auch mal genauer uns angeguckt hatten. Ich blätter mal eben hier einmal kurz vorneweg. Ihr erinnert euch, das war einfach so. Wir haben einen Zeitraum. Das ist hier, wir gucken hier auf grob 10 Jahre Chart. Das ist allerdings mehr nur symbolisch. Ich will nur ganz kurz nochmal die Methode besprechen. Wir nehmen uns einen Zeitraum weit, weit in der Vergangenheit. Und das ist die grüne Box. Innerhalb dieser grünen Box optimieren wir jetzt unsere Parameter, unsere beschreibenden Parameter der Strategie und kriegen was Gutes raus. Haben auch noch Nachbarn untersucht und und. Und jetzt wenden wir diese gefundenen Parameter einfach in der dann folgenden Zukunft an. Das heißt, in diesem roten Bereich. Der war ja jetzt nicht Teil der Optimierung, sondern das, was ich jetzt hier gerade tue, entspricht genau dem, was wir ja morgen wirklich machen wollen. Morgen wollen wir unsere Strategie live traden. Und dann sind wir genau hier hinten. Und da machen wir jetzt genau dasselbe. Und wenn wir das allerdings schon tausendmal hier gemacht haben, dann haben wir natürlich ein gutes Gefühl, dass wir das Richtige auch morgen tun. Eine Garantie ist das natürlich nicht. Was aber all dem hier eingeht, ist immer wieder Computer, Computer, Computer. Sei es in Form von Excel-Sheets, wo wir von Hand viele Sachen machen können. Aber ich will euch heute auch mal das Ganze live zeigen, wenn ich das Ganze in C-Programmen umsetze und da Equity-Kurven bestimme und optimiere. Ich starte jetzt hier gleich, nur dass ihr, ich will euch einfach nur zeigen, was computermäßig möglich ist. Nur dass man dafür mal ein Gefühl kriegt, was andere tun. Und wenn ich sage, was andere tun, dann meine ich damit zum einen aus eurer Perspektive mich. Aber ihr könnt euch daraus auch leicht vorstellen, was ganz andere große Firmen tun, die vielleicht noch ein bisschen mehr Computerleistung zur Verfügung haben als ich. Was ich jetzt, wenn ich das Programm gleich hier starte, dann lädt er als erstes H1 Kursdaten für 7 verschiedene Underlyings. Und zwar von 10 Jahren H1 Daten. Das sind so grob 80.000 Kerzen für jedes dieser 7 Underlyings. Und dann, da gibt es eine Strategielogik, berechnet er Equity-Kurven. Mir geht es nur darum, dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie schnell so ein Ding ist. Also jetzt starte ich das Programm und zunächst mal lädt er jetzt gerade die Kursdaten. Das ist fast noch das, was am längsten dauert. Und jetzt seht ihr, rappelt er los. Jede dieser Zeilen, die hier steht, ist eine komplett berechnete Equity. Für die kompletten 10 Jahre, für alle 7 Underlyings. Jetzt stoppe ich den mal. Da sind Sachen bei, da macht er in Summe 120.000 Trades in diesen 10 Jahren. Und um die Zahl mal zu sagen, was der hier macht, er berechnet 120 Equity-Kurven pro Sekunde mit einer Kurshistorie von 10 Jahren für 7 Underlyings. Da seht ihr mal, was möglich ist. Warum? Dank unserer genial schnellen Computer und der hier in dem Fall verwendeten Programmiersprache C. Diese Programme sind wahnsinnig schnell. Und wenn wir vorhin mal dem Thema waren, bei dem Schachcomputer mit seinen Millionen Stellungenbewertungen, naja, hier machen wir natürlich jetzt nicht Millionen Equity-Kurven pro Sekunde, das schaffen wir nun nicht, aber immerhin 120 Equity-Kurven für 10 Jahre Kurshistorie pro Sekunde. Und so kann man ableiten, was möglich ist, wenn man hier raus Strategien entwickelt und diese dann auch entsprechend optimiert. Also ihr seht, es geht ziemlich, ziemlich, ziemlich fix.
Ich bin selber immer fasziniert davon, weil 120 Equity, die möchte ich mal mit der Hand berechnen. Und das ist so grob irgendwas zwischen 10 und Faktor 100.000 schneller als das, was wir halt im Excel-Sheet machen. Das sind so Möglichkeiten, die einfach heute da sind, wenn wir über professionelle Algorithmenentwicklung und daraus abgeleitete Trading-Strategien reden. Und das sind auch so ein bisschen die Methoden, die ich hier verwende. Ich habe euch wirklich heute ziemlich viel hier wieder in Summe gezeigt. Das Beispiel, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, machen wir nicht mehr Visualisierung. Ich will es nur mal erwähnen. Ich sag das Video, ich zeige jetzt nicht noch das Video, was dahinter steht. Ich will nur auf etwas hinweisen. Wann immer ihr auch euch auf eine solche Reise begeht in algorithmisches Traden, Strategieentwicklung, vergesst bitte nie eins. Macht euch Trades zwischendurch mal wieder visuell, führt euch die vor Augen. Wenn man so sehr in diese Zahlenwelt da eintaucht, dann passieren logischerweise auch Fehler. Das ist ganz natürlich beim Programmieren. Das gleiche gilt fürs Excel-Sheet, was man aufstellt. Man muss immer mal wieder in den Chart und sich dann hier so ein Trade einfach mal einmalen. Es ist wahnsinnig wichtig. Da erlebt man Überraschungen, weil man vielleicht irgendetwas falsch umgesetzt hat. Da passieren wirklich die lustigsten Sachen. Also davon könnte ich Bücher füllen mit den Fehlern, die so alle passieren. Ich erwähne das, die Visualisierung gibt meistens die Antwort ad hoc. Und wer zum Beispiel auch im MT4 arbeitet und da auch mit den Expert Advisern, sollte unbedingt auch da sich mal diese Trades visualisieren oder zumindest aus einer Trade-Liste, die erzeugt wurde, mal wieder Trades einzeichnen. Einfach nur, um zu gucken, ist denn überhaupt alles so gelaufen, wie ich es denn beabsichtigt hatte? Extremst wichtig. Gut, jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit und wenn ich jetzt sage, ich will ja gleich nochmal auf die abschließende Frage wieder, Mensch versus Maschine, und habe euch nochmal die Hilfestellung gegeben, ich hoffe, die solltet ihr wirklich ernst nehmen, wenn ihr auch andere Webinare immer wieder mal besucht, zeig mir deine Kontoauszüge. Jetzt habe ich das da gerade nur symbolisch hingemalt, weil ich habe es etwas einfacher. Ich kann die hier auch nochmal. Also die Fotos stimmen jetzt übrigens nicht mehr ganz zusammen, weil die Bilder, die da gerade waren, waren jetzt vor, naja, 2, 3 Wochen. Hier ist wieder jetzt alles live. Und das sind die Kontoauszüge dieser entsprechenden Strategien. Und natürlich gilt, dass nicht alles nach Norden läuft, das ist auch klar. Es gibt natürlich hier auch Strategien, die im Moment noch in Drawdown-Phasen sind. Aber wir scrollen mal einfach hier durch, was wir denn so alles haben. Das sind mittlerweile 20 Strategien. Ihr seht, ein paar, die sind weit im Plus, geht schon fast in Richtung 20%. Wir haben aber auch Strategien, die hier um 10% im Minus liegen. Andere Strategien, die schön deutlich wieder nach oben laufen, welche, die sogar fast kaum Drawdowns an der Stelle haben, hier wie Strategie 6 beispielsweise. Und ihr seht, das geht hier querbeet, aber wenn ihr die prozentuale Summe bildet, sind wir da wirklich auf einer sehr guten Richtung. Sowas kann natürlich auch passieren. Schöne Gewinne erwirtschaftet, sind jetzt erstmal im Moment mal wieder weg. Strategien, die wieder recovern, und, und. Und da kommen wir noch zu den Highlights sozusagen der jüngeren Zeit, die dann so richtig toll laufen. Aber auch die hier, Strategie 13, hat erstmal hier einen ziemlichen Einschlag gehabt, komplett recovered. Der Prozess, so hatte ich es auch sozusagen vorhergesehen, dass er ungefähr 2 Monate dauert, was auch tatsächlich eingetreten ist. Das war übrigens bei der WOT so herrlich. Bei der WOT wollte ich so gerne eigentlich hier schon wieder bei Null sein, war ich aber nicht. Ich war ganz knapp darunter. Hier war die WOT. Also da war das Recover noch nicht komplett. Aber das sind alles Beispiele vollautomatischen Tradens, alles aus der Algo-Welt. Wie solche Strategien dann entsprechend laufen können. Ihr seht, ich scroll da mal einfach so langsam durch. Und gerade die Jüngeren mit schönen Nordwärtsbewegungen, die zwar auch immer durch mal
Einbrüche haben, aber die dann entsprechend schnell sich hier wieder recovern. Also von daher sind die Gewinne garantiert? Um Gottes Willen, natürlich nicht. Sind das schon alles ziemlich coole Sachen? Würde ich mal sagen, Antwort ja. Und was natürlich wie immer zählt, ist nicht der reine Backtest, sondern natürlich, was schließlich zählt, ist wie immer einfach der Kontoauszug. Anders kann man es nicht sagen. Das waren nur die Beispiele, die ich in Folien hier so als Merker mit reingesetzt hatte. Herr Stunde schon wieder um. Wahnsinn. Geht ruckzuck. Ich wollte eigentlich noch hier so ein paar kleine Extras noch zeigen, aber man ist jetzt nicht auch nicht ganz so tragisch. Also wer ist der bessere Trader? Also meine Antwort ist eindeutig, die Maschine. Das schließt aber das andere nicht aus. Um das nicht falsch zu verstehen. Das heißt nicht, dass ich sage, nur wenn man über die Algo-Welt tradet, kann man profitabel sein. Den Umkehrschluss bitte nicht sehen. Aber für mich ist der Vorteil hier klar und das halt auch im Kontoauszug. Wodurch kommt denn so ein bisschen diese Sachen, dass das mit der Maschine so gut funktioniert? Viel ist tatsächlich diese Sturheit. Der Mensch mit seiner ganzen Psychologie ist da schon ein schwieriges Tier. Und dadurch schleichen sich zusätzliche Fehler ein. Das ist genauso wie, natürlich wendet ihr alle Strategien an, auch wenn man ganz normal diskretionär tradet, also die Entscheidung aus dem Chart heraus fällt. Aber wir haben immer noch diese anderen Einflussfaktoren. Manchmal sind es, ich muss jetzt traden oder, ach, der nächste Trade, der wird's, was auch immer. Ihr kennt die Sätze alle nur zu gut. Also da geht es dann auch viel um Disziplin. Die Maschine hat den Vorteil, ja, disziplinierter kann man nicht sein. Auch wenn man so tradet, ich habe es extra hier nochmal hingeschrieben, eine Garantie für Profitabilität gibt es natürlich wie immer nicht. Wie soll es auch anders sein? Und das andere aber ist, im Moment brauchen wir immer noch den Menschen, um die Strategien zu entwickeln und diese auch in den entsprechenden Computercode umzusetzen. Sowohl auf der Entwicklung der Algorithmen-Seite als auch dann zum Beispiel beim Umsetzen in Expert Advisors. Überall ist hier noch der Mensch vonnöten. Wird er da mehr und mehr vielleicht irgendwann ersetzt? Ja, aber sicherlich noch nicht morgen. Und das ganz große Aber will ich hier natürlich auf jeden Fall auch nochmal extra erwähnen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, als ich Mensch und Maschine verglichen habe, nämlich, dass wir nicht die Kreativität unterschätzen sollten. Da die Kreativität des Menschen macht einfach wie aus dem Nichts was komplett anderes, Neues. Und deswegen habe ich es hier mal so gesagt, mit ein paar kreativen Gedanken, kann der Mensch die Welt neu erschaffen oder zumindest erdenken. Also ich will nicht Gott spielen, um Gottes Willen, aber wir können wirklich etwas ganz anderes plötzlich machen. Und das ist eine Eigenschaft, ja, die wird uns wohl länger noch in der Führungsstellung halten. Es kommen gerade noch ganz konkrete Fragen. Wo kann ich das lernen, das alles zu programmieren und bei mir laufen zu lassen? Also, machen viel hier in diesen Webinaren, um zumindest zum Beispiel mal mit Excel solche Strategien zu entwickeln. Ansonsten einfach mal Kontakt aufnehmen. Coaching gibt es sowohl bei Peter Müller für das Schreiben von Expert Advisors als auch bei mir. Ich will jetzt hier keine Werbeveranstaltung draus machen, aber da gibt es entsprechende Möglichkeiten. Aber natürlich auch einfach das Internet, YouTube-Kanäle, da ist jede Menge möglich, um solche Dinge zu erlernen. Weil ich gerne dann gefragt werde, gibt es auch ein Buch? Leider, mir ist kein wirklich vernünftiges bekannt, da muss ich immer wieder passen. Zum Erlernen vom Programmieren gibt es natürlich tausend gute Bücher und die sind auch hilfreich und absolut sinnvoll, aber nicht in der Kombination dann noch mit Traden. Ja, wie ihr seht, haben wir heute
mal so einen Rundumschlag gemacht. Und diese Frage oder die Antwort, dass ich sage, die Maschine ist der bessere Trader, na gut, wer mich schon länger kennt, ist jetzt sicherlich nicht überrascht. Aber ich hoffe, ich habe euch auch so ein bisschen den Einblick gegeben, A, warum ich zu dieser Antwort komme und B, was es überhaupt heißt, wenn man in diese Algo-Welt eintaucht und welche Schritte man so in Summe durchläuft. Das waren zwar jetzt hier nur 60 Minuten, in Wahrheit schicken dann da oft Wochen und Monate Arbeit hinter. Das ist auch klar. Aber das ist der Weg, wie man aus meiner Sicht auch zu profitablem Traden kommt. Aber generell gilt ohnehin immer nur das Traden, wo ich von weiß, dass ich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil habe. Ob er dann eintritt, das ist die andere Sache. Wie gesagt, wir haben keine Glaskugel, aber ich sollte nur das traden, was ich auch wirklich kenne und von dem ich weiß, dass es mir einen Vorteil verschafft, zumindest in der Vergangenheit geschaffen hätte. Das ist halt die eine Bedingung und die andere ist wie immer dann die konsequente Umsetzung. Das ist natürlich hier in der Algo-Welt entsprechend einfacher, wenn es denn nachher Richtung Expert Advisor und dergleichen geht. Ich gehe nochmal auf hier ein paar Fragen ein. Werden Algos der Big Specs im Allgemeinen immer auf gleichmäßige Equity-Kurve ausgerechnet? Der Big Specs, der großen Spekulanten wahrscheinlich ist das gemeint. Also gleichmäßige Equity ist ein schon wahnsinnig wichtiges grundlegendes Wort. Man redet hier auch gerne immer von sogenannten Fixed Income Strategien. Also ganz wichtiger Punkt, weil man will möglichst, gerade wenn man dann auch Kunden hat, die einem das Geld anvertrauen. Nein, ich will nicht sagen, man will denen versprechen, dass sie auch einen Return kriegen. Versprechen geht nicht, aber man ist da schon sehr auf sozusagen Linearität, kleine Drawdowns und so angewiesen. Übrigens, weil jetzt hier schon die Frage nach den Großen gestellt wird, hier nochmal ein ganz anderer Hinweis, warum ich immer sage, es lohnt sich, in diese Algo-Welt einzutauchen, gerade mit Blick auf die Großen. Wer nämlich schlicht und ergreifend die Stellenanzeigen mal durchblättert von solchen Firmen, wird nahezu keine finden, die da heißt, wir suchen einen guten Trader, sondern es werden gesucht Big Data Analyst, Leute mit Erfahrung in Python-Programmierung, Machine Learning und Datenanalyse. Das sind so die typischen Stellenanzeigen, die man rauf und runter, egal bei welcher Großbank oder Investmenthaus auch immer findet. Der Trader wird da eher nicht gesucht. Da kommt noch mal ganz konkret, was kosten die besten Strategien bei Ihnen einschließlich Verwaltung auf einer Serverfarm? Wir verkaufen so die nicht direkt hier die Strategien. Wir schaffen gerade bei JFD noch Lösungen, die schon in die Richtung gehen, dass man den Sachen einfacher folgen kann. Aber das ist noch nicht ganz, ganz spruchreif. Was aber auf jeden Fall geht, der Hinweis, tippt mal im Internet ein JFD Wealth, also Wealth wie Reichtum, und dann landet ihr automatisch auf der richtigen Internetseite und da gibt es schon ein erstes Strategiebasket, wo man ebenfalls sein Geld anlegen kann und dann durch entsprechende Trading-Algorithmen verwalten lassen kann. Also das Ganze ist bei JFD Wealth, und da ist es die sogenannte Basket-Strategie. Gut. Ja, dann kommt noch der Hinweis, schreib doch mal ein Buch über Strategieentwicklung in C. Ja, du bist nicht der Erste, der mir den Hinweis gibt. Das Problem daran ist, dass die Anzahl der verkauften Bücher sehr begrenzt ist, weil es gibt natürlich dafür nicht einen riesengroßen Markt für wie für schreibe den nächsten Bestseller-Roman. Also einfach mal hier bleiben und gut. Da kommt nochmal ein Hinweis. Buchempfehlung, Einführung in Machine Learning mit Python oder Einführung in Data Science. Beides really. Oh, wie spricht man den Verlag aus? Ich sage jetzt mal einfach Riley. Das stimmt nicht ganz korrekt, aber auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, also O Apostroph
Riley mit Doppel-L. Ist ein gutes Buch, wird hier gerade geschrieben, über Machine Learning und Data Science. Ja, beides extremst wichtige Themen, mit denen ich, wie ihr merkt, halt auch jede Menge zu tun habe. Gut. Dann nochmal eine Frage: Werden die Algorithmen nicht im Handel immer wieder beeinflussen, bis sie nicht mehr funktionieren? Ja, das ist auch eine gute und absolut berechtigte Frage. Aber da sind wir ganz schnell wieder hier. Was wir brauchen, sind selbst adaptierende Strategien. Das heißt, sie sind nicht stur, sondern sie passen sich immer wieder neu der Lage an. Und über diese Methodik, die man wieder aus dieser Walk-Forward-Methode ableiten kann, wird man in der Tat nicht mal eben auch mit seinem Algorithmus dann gewissermaßen ausgekickt, sondern er entwickelt sich weiter, er modifiziert sich. Und dadurch ist nicht alles in Stein gemeißelt. Wieso werden dann zusätzlich Trader bei den Banken bzw. Brokerhäusern eingestellt? Naja, guckt mal bei den wirklich großen, wo man da vielleicht Trader einstellt. Das sind meistens die journalistischen Abteilungen, die Leute mit Trade-Erfahrung einstellen. Aber nochmal der Hinweis: Es ist nicht alles Algo. Also es gibt auch noch andere Gründe, warum man Trader braucht. Da stecken aber in der Regel andere Geschäftskonzepte hinter, weil da geht es eher um das Erfüllen von Trading-Aufgaben nach bestimmten Kundenwünschen. Und das ist dann tatsächlich so individualisiert, dass in der Tat der menschliche Trader das entsprechend besser umsetzen kann. Aber da geht es um andere Grundsatzfragestellungen. Aber natürlich bleiben die Trader uns auch noch erhalten und ich will sie auch nicht hier sozusagen komplett verteufeln, um Gottes Willen. Nein, bin jetzt gnadenlos überzogen. Soweit für heute. Euch natürlich allen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, auch mal so ein zusammenfassender Webinar ist auch mal ganz hilfreich. War, vielleicht hätte ich zu Weihnachten machen sollen, so als Jahreszusammenfassung, nicht Jahresausblick. Aber egal. Also euch allen noch einen schönen Abend. Und ja, hoffentlich dann wieder in 2 Wochen geht's weiter. Dann aber wieder mit einer neuen Trading-Strategie. Soweit von mir. Macht's gut. Tschö.